Danke, Herr Präsident, Hohes Haus. Das war jetzt ein gelebtes Beispiel vom Kollegen Matznetter, wie man wortreich, blumig, schön ausformuliert, Reformunwilligkeit, Antiliberalisierung, Anti-EU-Haltung vortragen kann. Weil das, was Sie jetzt gesagt haben, Kollege Matznetter, das stimmt ja nicht. Ich werde es auch gleich darlegen, dass die Sache in Wirklichkeit eine ganz andere ist. Und sagen Sie nicht, Sie hätten hier ausverhandelt mit den Berufsgruppen. Ich habe erst gestern mit Berufsfotografen gesprochen. Die sind nicht alle glücklich mit dem, was sie hier zu Papier gebracht haben. Ganz im Gegenteil. Denn es gibt auch fleißige, tüchtige, und das sind die meisten Unternehmer, die wollen die Liberalisierung. Die wollen den Wettbewerb. Und es gibt kein Schutzgut mehr, das er bei der Fotografie schützen muss. Weil es gibt keine gefährlichen Chemikalien mehr, es gibt kein Fotopapier mehr, wo was sein könnte. Es geht nur mehr um den Schutz der Konsumenten. Ja, was wollen Sie schützen, Herr Kollege Matznetter? Den Konsumenten vor einem schieren Büdel? Das frage ich Sie. Ja? Da wird er halt nicht mehr hingehen zum Fotografen, wenn das Büdel nicht passt. Und daher sage ich Ihnen, es besteht keine Gefahr für die Gesundheit, es besteht keine Gefahr für die Sicherheit, es gibt keine Vermögensschäden und es besteht daher zu Recht das, was der Herr Minister Mitterlehner hineingeschrieben hat in die Regierungsvorlage, ein Festhalten, ein Befähigungsnachweis der Berufsfotografen ist vor diesem Hintergrund nicht mehr sachlich zu begründen. Ich wiederhole, nicht mehr sachlich zu begründen. Haben Sie das verstanden? Es ist nicht mehr sachlich zu begründen. Und dann stellen Sie sich hier heraus und versuchen, durch die Hütte der Sache zu begründen, obwohl alles weggefallen ist. Wissen Sie, Herr Kollege, und darum gibt es zum Glück das BZÖ und auch die FPÖ, die schützt diesen Wirtschaftsminister. Wir schützen diesen Wirtschaftsminister vor den Angriffen der Kämmerer, der Zwangsmitgliedschaften und denen, die was gegen Liberalisierung und Entbürokratisieren stehen. Ja, zum Glück gibt es uns, weil man muss inzwischen die Minister vor den eigenen Parteien schützen. So schaut es aus hier in Österreich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und ich fahre fort, Kollege Matznetter, auch Sie haben vorgetragen, geltendes Recht war. Der Berufsfotograf ist ein gemäß § 94, Ziffer 20, ein reglementiertes Gewerbe. Das war geltendes Recht. Und der Minister hat dann vorgelegt in der Regierungsvorlage, der Berufsfotograf gemäß § 94, Ziffer 20 entfällt und wird somit zum freien Gewerbe. Und was haben Sie gemacht? Die Zwangswirtschaftskämmerer Steindl und Matznetter, Sie haben wieder hinein reklamiert und Ihren Abänderungsantrag als verlängerten Arm im Parlament seitens der Zwangskammern haben Sie hineinreklamiert, hören Sie zu, der Berufsfotograf bleibt ein gemäß § 94, Ziffer 20 reglementiertes Gewerbe. Also er bleibt ein reglementiertes Gewerbe. Verstehen Sie? Also wenn das bleibt, dann bleibt das. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und daher liegen Sie hier völlig auf dem Holzweg und verhindern auch eine entsprechende Liberalisierung. Und der Antrag des BZÖ ist mehr als gerechtfertigt, auch aus diesem Grund, wieder über die Zwangsmitgliedschaften der Kammern zu sprechen, ob das die Wirtschaftskammer ist, ob das die Arbeiterkammer ist, ich ganz dazu. Weil ich glaube, die Betriebe, die Unternehmen, die wollen keine Zwangskammern, diese behindern den Wettbewerb, diese behindern bei der Ausübung ihres Gewerbes, die wollen Service haben. Und das kann man mit einem Verein viel besser machen, wie mit diesen Zwangskammernwirtschaft, die wir hier in Österreich haben. Das heißt, Herr Kollege Matznetter, ich komme zum Schluss. Es ist besser, wir haben hier ein gutes Service für die Unternehmen in Form von freiwilligen Vereinen, statt Zwangsbeträge für Zwangskammern, die nur den Wettbewerb verhindern.